Hi, wir sind We Butter the Bread with Butter. Und ihr schaut Grasser Productions. G-A-R-A-S-S-E-R. Viel Spaß. Hi Leute, wir machen heute das etwas andere Interview, weil die Interviewerin ausgefallen ist, wir euch aber trotzdem zulabern wollen und deswegen stelle ich die Fragen an uns selber. Ich steige direkt ein, ich habe mich gut vorbereitet und kenne alle Fragen auswendig. Ich mache was mit Medien. Beschreibt ihr dort eurer Meinung nach die Stereotype unserer Generation? Paul, was sagst du dazu? Ja. Ja? Warum? Warum? Was beschreibt ihr da? Was sind die Stereotype der Generation, die in dem Song wiederkommen? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Die haben es halt einfach getextet und klang geil. Dann hat, also die Zeile, ich mach was mit Medien, ist nicht mal von uns. Ich glaube, das war unser Mörder, der hat uns dabei besucht. Dann hat er gesagt, hey, ich mach was mit Medien. Und das hat so gepasst und darauf haben wir dann einfach aufgebaut, ne? Und keine Ahnung. Irgendwie so war das, ja. Und wir dachten, es wäre lustig, es ist modern und passt zu dem modernen Sound gerade, den wir haben, zu der Musik, die wir machen und es hat auch einfach zum Song, den wir gerade... Und am Ende ergibt es sogar alles eine Geschichte. Das ist das, was ich dann erzählen würde, ja. Das ist echt interessant. Goldkinder war ja euer erstes Album, das weltweit verkauft wurde. Sind deshalb drei Songs auf Wieder geil auf Englisch, um das WBTBWB-Imperium weiter auszubauen? Oder wie kam es zu diesen englischen Songs? Ich wusste gar nicht, dass wir ein Imperium haben. Imperikon? Imperikon, genau. Wir erweitern unser Imperikon. Genau. Um unsere Merch-Verkäufe bei Imperikon zu vergrößern, haben wir gesagt, wir machen auch englische Songs, weil englische Songs sich einfach besser verkaufen. Nein. Das ist nicht die Geschichte. Warte mal, also die Frage war, warum wir englische Lieder haben. Es war einfach so, dass wir eigentlich ja auf Deutsch singen und so weiter. Und interessant. Ja. Und jedenfalls hatten wir dann ein paar Songs, bei denen Deutsch einfach nicht gepasst hat. Und dann haben wir es auf Englisch versucht und es hat auf Anhieb funktioniert. Das könnte ja daran liegen, dass der Song generell moderner geworden ist, oder? Ja, aber wir haben doch nie... Die englischen Songs, die wir haben, da haben wir noch nie Deutsch drauf versucht. Diesen Satz lassen wir so im Raum stehen. Wie kamt ihr denn eigentlich dazu, Axel als neuen Basser einzustellen? Was macht er in der Band? Wie kam es dazu? Und wie soll das weitergehen? Gut, dass du das fragst, Marcel. Es ist eine sehr spannende Geschichte eigentlich. Max hatte gesundheitliche Probleme und dann auch irgendwie keine Lust mehr, weil... hat sich in seinen Job sehr vertieft und es läuft da gerade gut bei ihm. Und er macht das ja auch, hat ja auch schon extrem lange mit uns zusammen auf der Bühne gestanden und hat sich einfach selbst nicht mehr gesehen auf der Bühne in naher Zukunft und hat uns das dann mitgeteilt. Ja, und Axel war halt ein Kumpel von uns. Axel war halt auch schon ein langjähriger Kumpel von uns, der Bass spielt. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er Lust hat. Und Axel hat ja gesagt. War das? Also so war das nicht. Wir brauchten mal einen Ersatz für eine Show. Hat er das gerade gesagt? Nee, ne? Noch nicht. Siehst du? Wir brauchten mal einen Ersatz. Und dann ist uns Axel halt eingefallen. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er gesagt... dann hat er gesagt, soll das jetzt für immer so sein? Und dann meinten wir, ja. Wow. Auf eurer Facebook-Seite schreiben Fans aus der ganzen Welt, USA, Brasilien, sogar Indien, wann ihr dort mal auf eine Tournee vorbeischaut. Kann sich diese Band vorstellen, das mal zu machen und welches Land wäre euer Traum, so zu touren? Also ich glaube, ich würde gerne mal nach Japan. Weil? Ich das einfach mal sehen möchte da. Dann kannst du ja auch Urlaub machen, aber warum willst du da touren? Ja, weil ich da die Musikszene kennenlernen möchte, sehen, wie es da ist und wir waren jetzt auch schon, sind ein bisschen rumgekommen schon, USA waren wir ja zum Beispiel schon und dann Russland. Aber du siehst doch nichts von der Musikszene, wenn du da ein Konzert spielst. Nicht. Nee. Gar nicht.
Also ich nicht. Weil Konzerte beschreiben ja auch nicht die Musikszene. Ja, stimmt, okay, ja. Ja. Ja, ich nicht, oder was? Ich glaube, die Man kann sich das sehr gut vorstellen und träumt davon, die ganzen Länder zu bereisen. Sie wissen, die finden nur gerade nicht die richtigen Worte dafür. Was glaubt ihr wohl, ist der meist ausgesprochene Satz über WBTBWB? Die sind scheiße. Nein. Hab ich früher mal gehört. Wie butter? Ja, komm. Wie? Ihr habt was schon Kinderlieder gecovert, aber noch keinen zeitgenössischen Song. Warum? Und wenn ihr euch ein Cover raussuchen dürftet, woran würdet ihr euch gerne mal versuchen? Haben wir schon. Remy Demi. Den habe ich bisher nur auf Live-Videos mal gesehen. Da gibt es keine Version davon. Ja, aber ist ja trotzdem gecovert. Und wie kam es? Also warum dieser Song? Wir haben auch mal Muse gecovert, Time is Running Out. Stimmt, aber auch nur als Live-Version. Nochmal? Aber auch nur als Live-Version. Auch nur als Live-Version. Hm. Weil auf Platte sind wir nicht so gut. Ja. Okay. Ihr dreht ziemlich abgefahrene Videos, zum Beispiel Meine Brille oder Exorzist. Macht ihr das aus Liebe zur Ästhetik oder hat das einen anderen Grund, warum die Videos so aussehen, wie ihr es gerade so macht? Also eigentlich müssen wir das immer machen. Wir wollen das gar nicht, weil ja, jetzt kann man es ja sagen. Eigentlich sind wir nur da, um gut auszusehen und Marci bestimmt immer alles und wir dürfen gar nicht mitentscheiden. Und wer ist denn dieser Marci, von dem er redet? Das scheint ja ein unausstehlicher Typ. Das ist so ein Wichser. Jedenfalls, der zwingt uns dann immer irgendwo hinzufahren und dann vor die Kamera. Ja, der zwingt uns dann vor die Kamera zu stellen und irgendwie immer Farbe angemalt zu werden und... Hör auf. Lach nicht, bitte. Schrecklich. Schrecklich sowas. Ja, aber... Da würde ich... Hier wird man als Interviewer noch ausgelacht. Aber wo wir gerade so tief in die Materie eindringen, wenn es einem Kapitel aus eurem musikalischen Leben bisher streichen könntet, welches wäre das? Oh Mann, ich muss überlegen, mach mal du. Einige Verträge zu unterschreiben und gewissen Leuten zu vertrauen, die einem im Endeffekt das Gefühl gegeben haben, ausgenutzt zu werden. Jo. Musikunterricht in der Schule? So. Das bringt einfach nichts. Generell Schule. Weil ja, das merkt man bei dir. Du hättest Schule mal ein bisschen nötig. Oder, Herr Neumann? Ich weiß es nicht. Ich bin nur dafür, ein Interview zu führen. Okay, aber ja, ansonsten unsere letzten 4 Alben? Nein, die waren gut. Okay. Ja, nee, alles, ne? Alles gut. Eigentlich alles gut halt. Nur, ich würde nicht mehr irgendwelche Scheißverträge unterschreiben. Wo es heißt, Oder vorher mal lesen. Nein, das auch nicht. Das würde ich auch streichen. Nein, ja, sowas halt. Ja. Weil da sind wir ganz schön doll auf die Nase gefallen. Deswegen auch die Tipps an andere kleine Musiker da draußen. Man glaubt immer, einen selbst trifft das nicht, aber man landet so schnell in dieser Scheiße, dass man dann nur ganz schwer wieder rauskommt. Ja, okay. Wir nähern uns dem Ende des Interviews, dem großen Finale. Und jetzt stelle ich meine vorletzte Frage an euch ist, wenn euch ausländische Medien mit Rammstein vergleichen, ehrt euch das oder nervt euch das vielmehr? Ram, wie heißt man? Rammstein. Kennst du die? Ram who? ich weiß nicht. Ist das eine gute Band? Nee, ist natürlich geil. Aber man weiß halt, dass unsere Fans nicht so auf Rammstein stehen, glaube ich. Oder?
Teilweise. Klar ist es auf alle Fälle eine Ehre. Also oder ja, Rammstein ist halt Rammstein so. Damit will man eigentlich nicht verglichen werden. Für uns sind das ja auch teilweise Vorbilder. Und klar, ja, die sind hammergeil und so, aber. Ja, und gerade das ist ja das, was ich meine, zu sagen. Klar ist es geil, dann mit denen verglichen zu werden. Ja, weil das klingt immer so. Das klingt nicht wie ein Kompliment irgendwie, oder? Wenn man sagt, ihr klingt wie Rammstein. Das ist was anderes, als wenn man sagt, ihr klingt wie Slipknot oder so. Finde ich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was macht denn da den Unterschied für dich? Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das als Kompliment. Cool, cool. Und meine letzte Frage an euch. Ich habe mir all eure Texte durchgelesen, um mir meinen Überblick zu verschaffen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Ganz ehrlich, Jungs. Was soll das? Raffel, Schnaffel, Laffel, Paff. Taffel, Saffel, Schnaffel, Maff. Schnaffel, Laffel, Saffel, Paff. Das haben wir eigentlich nur gemacht, weil wenn wir den live spielen, passen wir auf, ob die Leute das richtig mitsingen. Ja, also Herr Neumann, Interviewer, ich kann mich an einen Abend erinnern, da war der Song schon fertig und da kam noch so eine letzte Nachricht. Hey, lass mal sowas reinmachen wie Raffel, Schnaffel, Laffel, Paff, Saffel, Schnaffel, Maffel, Paff. Stimmt, da waren wir beide im Studio und dieser Marcel Neumann. Der hat einfach so eine Scheiße im Kopf, die wir dann in die CD pressen müssen. Hat uns halt ins Studio geschickt, wir müssen ja das ja auch mal alleine machen. Ja, genau so stehe ich dann in der Kabine und werde da eingesperrt und dann kriege ich, dann, kannst du mich bitte festhalten? Dann werde ich immer gezwungen, irgendwelchen Scheiß zu machen, den ich gar nicht will. Aber das kommen halt immer wieder Nachrichten und dann. Aber ich mag die Stelle. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle vom Album. Ich hätte davon hätte es mehr geben müssen. Also der Song ist schon scheiße, aber die Stelle ist geil. Das war das extrem exklusive, noch nie geführte Interview mit We Butter the Bread with Butter. Eine junge, aufstrebende Band aus Berlin. Verfolgt die Jungs, gebt ihnen ein Like auf Facebook und gebt einen Daumen da. Lasst einen Daumen da. Wie war denn euer erstes Interview? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst es sein, wenn nicht. Vergesst nicht zu abonnieren, den Kanal da unten, und wir sehen uns.